Wer fremde Sprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Frondos, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Seid gegrüßt zu einem neuen Part von Life is Strange. Müsste inzwischen der 14. Part sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und im letzten Part, ich weiß, ich war ziemlich gemein. Da habe ich einen sehr, sehr krassen Cliffhanger reingebaut. Aber ja, was soll ich sagen? Es musste sein, diesen Cliffhanger reinzubauen. Und zwar, im letzten Part hatten wir einen riesigen Streit mit unseren Großeltern, weil wir in das Kinderzimmer unserer Mom eingebrochen sind. Ich weiß, out of context klingt das super strange, aber naja, lass mal so stehen. Ist ja auch Life is Strange, versteht ihr Strange und so. Und auf jeden Fall ist im letzten Part am Ende der Schrank auf unseren Gross-Daddy gestürzt und draußen wartet schon die Polizei. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, aber wir lassen uns überraschen. Ich hab böse Bock. Steven? Claire? Sean, We didn't call them. I know, Grandma. Sean, what are we gonna do? Go hide in the garage. No, no, no way. Ist das jetzt passiert, weil ich mich eingeloggt habe? Halt dein Maul! Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. Now, get the hell out of here. I know you're in here. Your car's in the driveway. I'm so sorry for everything. I wish we could have helped you more. Müssen wir jetzt abhauen? I wish you could stay here with us. Na, anscheinend, ja. Brother Sean. Yes. Be careful. We'll see you as soon as we can, okay? Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Daniel, wait for me while I go upstairs. Warum, hä? Warum höre ich nichts mehr? Ist das normal? Hey Sheriff, ich glaube, das ist normal. Hä? Hallo, warum ist denn kein Sound? Ich glaube, das ist normal vom Game, oder? Hä? Naja, auf jeden Fall jetzt, wo der Sound weg ist, kurze Sache noch, wir hatten Claire, sage ich schon, wie heißt nochmal unsere Freundin? Also Muck ist auf jeden Fall noch da. Unsere Freundin hätten wir auf jeden Fall anrufen können. Das wäre im vorletzten Part möglich gewesen, aber das wusste ich halt nicht, ne? Ich habe das Telefon leider nicht gesehen. Aber ich glaube, so oder so wäre die Polizei dann irgendwie gekommen. Ja, keine Ahnung, warum die Muckel weg ist. Ich akzeptiere das Ganze einfach mal. Ja, als ob der Polizist uns nicht sieht. Als ob! Aber er wird hundertprozentig ein Haus durchsuchen. Okay, machen. Move your ass, bro. So schnell ging's. Oh. Shit. This way. Oh, bro. Naja, wir sind schon im Nachbarsgarten. Covered fell on him? Ein Schrank ist auf ihn gefallen? No. Bro, doch nicht an der Straße. Das fällt auf, das fällt zu sehr auf. Sieht er? Ja, er hat uns gesehen. Ja, Bro, ich wäre hinten durch den Wald geflohen. Nein. Kein Problem. Ja, spätestens jetzt hat er gecheckt, dass er nicht die Superkräfte hat, oder? Okay, das wäre jetzt echt böse geendet, ne? Wuhuhu! Keine Ahnung, hätte es eine andere Möglichkeit gegeben? Aber krass, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt doch so schnell von unseren Großeltern fliehen müssen. Uff, das ist wirklich ein Big-Off-Moment. Man, Chris must be so mad at me. I could tell he was pissed when he saw I had the power. You get over it. You saved his life. He thinks I'm a liar now. He's a smart kid. He's not gonna stay mad. True. You guys are the spirit squad, right? I hope so. Sean. I'm tired of running away. Why does my power always bring trouble?
You don't have to use your power if you don't want to. But I'm good with it. And I'm the only one who can do these things. I know, but Daniel, you need to be careful and listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? See Mom? No way, man. We don't need her, okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, we make our own rules. Look, I even got you a present. Merry Christmas, Enano. For real? But it's in 2 weeks. Who cares? Dates are boring. Here. True. Boah, und die Großeltern haben uns sogar noch Geschenke gekauft. Oh mein Gott. Gee. A yo-yo? Awesome. Early Christmas is the best. True. Hey, I got something for you too. I wanted to finish it, but we're doing it now, so. Ist das ein Zug im Hintergrund? Man. That's so cool. Super, Sean. Hey. Listen. There's a ride. Come on. All aboard. Aber dürfen wir mal anmerken, wie krass Daniels Kraft ist, dass er einfach so einen freaking Polizeiwagen an die Seite geschoben hat? Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Aber wie kommen wir da drauf? Das Ding ist viel zu schnell. It's me, you've come to take my due. Da ist doch nix. Wird das Ding gerade langsamer? Es sah auf jeden Fall schneller aus. Da geht die Monetarisierung wieder flöten. Oh, schön. Warte, wir müssen wieder auf den Text hören. Wird fortgesetzt. Das war's mit der zweiten Episode? Ach, das ging jetzt ultra schnell. Also die erste Episode hat gefühlt ein bisschen länger gedauert. Crazy. Okay, ja cool, wir haben ja 5 Episoden, ne? Okay. Ja, krass. So, wir verlassen den Bums erstmal, weil die Mucke echt laut ist. Oder ich mach's für mich mal ein bisschen leiser. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Wir haben die zweite Episode Rules jetzt gemeinsam abgeschlossen hier. Damit endet der Part. Spaß. Ja, wir sind bei unseren Großeltern gewesen. Unsere Großeltern konnten uns nicht weiterhelfen. Wir mussten jetzt an der Stelle fliehen, weil die Polizei da gewesen ist. Keine Ahnung, was die jetzt noch für Aussagen treffen werden.
Wir haben leider verschissen, weil wir im Facebook-Account drin gewesen sind. Keine Ahnung, also ich glaube, das hätte man nicht verhindern können. Ich glaube, so oder so wäre safe irgendein anderer Grund da gewesen. Beispielsweise hätten wir unsere Freundin angerufen. Das wäre so ein Grund gewesen, warum die Polizei wahrscheinlich noch kommen würde. Also keine Ahnung, inwieweit das noch auf den späteren Verlauf kommt. Ich weiß es nicht. So, wir gucken uns erstmal die weltweiten Entscheidungen an. So, du hast den Schneeball vernünftig geworfen, 36%. Du hast einen Schneeball auf Daniel geworfen, 52%. Okay. 1% an Schneeball auf Trüffel. Alter, diese 1%, what the fuck? So, und du hast einen Schneeball auf Daniel und Trüffel geworfen, 11%. Du hast eingegriffen und den Puma verscheucht, 54%. Du hast Daniel den Puma töten lassen, 46%. Das überrascht mich. So, du hast gemeinsam mit Claire und Daniel gebetet. Ja, das wäre ja irgendwie... Niemand hat gebetet, 3%. Okay, Claire hat alleine gebetet, 6%. Okay. So, du hast Steven gestanden, dass Daniel Kräfte hat. Ja, guck mal, hier 50-50. Das war mir schon irgendwie klar. Okay, krass, das war eine 50-50-Entscheidung. Du hast mit zusätzlicher Hausarbeit geholfen. Du hast nicht mit zusätzlicher Hausarbeit geholfen. Na klar, immer doch. Du hast Daniel gesagt, dass es richtig war, Chris zu retten. Ja. Yep. Du hast sie mit Stevens Laptop ins Profil eingeloggt. Ah, guck mal. 45% haben das nur getan, okay. Ja, Laila, genau, du hast Laila nicht angerufen. 2/3 haben es nicht getan. Ja, Mann! Du hast Laila angerufen, du hast Laila nicht erreicht und ihre Mutter angelogen. Oh, du hast Laila nicht erreicht und warst ehrlich zu ihrer Mom. 2%. Boah, Digga. Also hätte man Laila auch nicht erreichen können? So, 77%, du hast Chris Vertrauen nicht gewonnen. Oh! Du hast Chris Vertrauen gewonnen und er hat dir von seinem Vater erzählt. Du hast Chris okay, 77%. Du hast Daniel aufgetragen, das Geheimnis zu schützen, 57%. Du hast hier Cassidy's Lied nicht bis zum Schluss ja, sorry. So, du hast ein Raumschiff für Chris gezeichnet, 33%. Okay, ja, ist doch cool. So, du hast ein Weihnachtsgeschenk für Daniel gestohlen, 33% nur? Guck mal, du hast ein Weihnachtsgeschenk für Daniel gekauft, da war ich zu broke für. Du hast mehrere Weihnachtsgeschenke gefunden, okay? Du hast dich nicht in Charles' Probleme eingemischt, 91%. Krass, wie viele da gleich gedacht haben wie ich. Du hast Daniel angewiesen, Steven mit seiner Kraft zu helfen, 82%. Ja, gut, ne? Ihr wurdet verfolgt, aber Chris wurde nicht angefahren. Ach, ich glaube, das lag daran, dass ich Daniel beauftragt habe, in Notfällen einzugreifen. Ihr wurdet verfolgt und Chris wurde angefahren, 42%. Ha! Guck mal, vor zwei Parts waren die Kommentare so, oh David, jetzt wird's kritisch werden mit Chris. Ha! Ha! Ihr wurdet nicht verfolgt und Chris hat euch geholfen. Ihr wurdet nicht verfolgt. Oh shit. Das hätte auch noch passieren können. Daniel hat weiterhin geflucht. Finde ich immer noch in Ordnung. Daniel hat das Würfelspiel ohne Schummeln gewonnen, 30%. Daniel hat den Puma nicht getötet. Okay, Daniel konnte Trüffel nicht beerdigen. Daniel hat zugestimmt zu beten. Daniel hat das Zimmer aufgeräumt, 23%. Daniel hat das Zimmer nicht aufgeräumt. Ja, guck mal hier, 23%, das war strong. Du hast Daniel nicht gebeten, Chris die Wahrheit zu sagen, 57%. Insgesamt wurde Daniel ermutigt, seine Kraft einzusetzen. Okay, das ist doch gut. Daniel hat Chris vor dem Auto gerettet, 39%. Das ist doch gut. Sehr, sehr nice. Daniel hat niemandem die Schuld gegeben, denn es ging Chris gut und Daniel hat sich über sein Geschenk gefreut. Daniel war aufgebracht, um sich über seine Geschenke zu freuen. Geil. Also alles in allem würde ich sagen, war das zweite Kapitel sehr erfolgreich. Bin ich sehr zufrieden mit den ganzen Entscheidungen, wenn ich sehe, wie das sonst hätte enden können. Auf geht's, Freunde der Sonne. Drittes Kapitel. Keine Ahnung, ob Weihnachten vorbei ist. Das werden wir jetzt sehen, aber es war spannend. It looks like a nettle field. Sieht aus wie ein Weedfeld. Smoke weed, yeah. My boy. Your stinky feet will cover the smell. Shut up. They don't. Come on. I'll show you around. Ich führe euch rum. Ach, sind wir Cassidy begegnet. Ich glaube, das war ihre Stimme. Das klang sehr stark nach Cassidy. Alright, Freunde. Nicht lange rumschnacken. Auf geht's ins dritte Kapitel an der Stelle. Dafür haben wir das Game noch gekauft, nicht wahr? Boah, spannend. Sehr, sehr spannend. Aber krass. Wie gesagt, zweite Episode war insgesamt gefühlstechnisch zumindest kürzer als gedacht. Und mal gucken, wo wir jetzt landen. In a wild, wild world. There were two wolf brothers living in their home lair. Okay, wir kriegen jedes Mal nochmal so eine Rückblende. They all lived happily together, but one day hunters took their dad away. Forever.
So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, so they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But they scared it away. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, hunters were hot on their trail and found them. But the tiny raccoon helped the brothers escape and almost got hurt. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south to the distant homeland of their Papa Wolf. Puh, Gänsehaut. Nochmal das alles so zu sehen, was wir bisher hier erreicht haben, ne? Beziehungsweise was wir alle gemeinsam schon erlebt haben. Crazy, crazy. Sehr, sehr verrückt. Umso spannender wird es jetzt, wie das nächste Kapitel weitergeht. Yeah! Oh! Oh! Yeah! 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 Woo! Let's go! Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Wo sind wir? Ich war. Ist es nicht? Ey, ey. Okay, ich halte mein Maul. Bruder, einfach UFO 361. Ist das eine Rückblende? Ja, das ist eine Rückblende. Das ist unser altes Zimmer. Die guten alten Zeiten. Warum zappelt er eigentlich so rum? Will er ihn pranken oder sucht er irgendwas? Oh, no way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. Was ist passiert, Seattle? Drei Monate vor dem Vorfall. Oh mein Gott, wir können uns noch mal hier im Zimmer umsehen und gucken, was hier alles so ist. Im Skatepark. Ich weiß noch, ich habe damals auch geskatet. Wie alt war ich da? 10 oder 11? Da wollte ich unbedingt ein Skateboard haben, weil es gab damals von Disney so eine Serie, Zeke and Luther, so hieß die Serie. Und das war so eine Skateboarder-Serie und danach wollte ich auch unbedingt skateboarden. Ich habe Real Talk, ich glaube, 1 bis 2 Monate geskateboardet. Da habe ich es auch wieder sein lassen. Ich hätte es gern durchgezogen, das ist schon irgendwo cool, aber es war nie was für mich, glaube ich. Man, I suck at perspective. I should take a class. Bisher bist du noch schlechterin. Übung macht den Maestro. So, was haben wir noch so wunderbares? Nachttisch öffnen.
Man, that would fucking kill me if he found this. So naja, he better not find it. Also findet er es besser nicht. Das ist eine gute Strategie. Naja, Bubatz ist ja auch bald in Germany legal, ne? Shit. I can't wait for the show with the whole crew. The Failure. Plus Guest. Okay. So, Open House Seattle, 21. August. Ja, da war er auf jeden Fall noch hier. Das hat er definitiv noch mitgenommen. Schulbuch, Statistik, okay? Ah, guck mal, es sind gerade... Oh mein Gott! Es sind gerade Schulferien, wie es scheint. Ergibt ja auch irgendwo Sinn. Guck mal, die Tasche. Normaler Hausschlüssel. Okay, was haben wir hier noch? Was für eine Art, deine Kunst zu sichern, Picasso. Wird Zeit für ein neues Skizzenbuch. Crazy Daniel finden unser Ziel. Was ist das? Skateboard-Werkzeug. Ich krieg diesen Olli einfach nicht hin, aber ich war seit Tagen nicht im Skatepark. Wird mal wieder Zeit, ne? Feuerzeug. Papa hat mir das gegeben, als wir letzten Sommer campen waren. Es war so cool, etwas Zeit mit ihm allein zu haben. Das glaube ich. USB-Stick. Ich sollte einige Fotos von meinem alten Handy hochladen, bevor ich es wegwerfe. Oh, man kennt's. Die Fotos gehen halt immer verloren und das ist halt so beschissen von Handys. Was ich aber sagen wollte, seht ihr das da? Diesen gelben Zettel, wo ein Stift drüber liegt? Das ist einfach die Ghettostraße. Das ist die Ghettostraße. Die habe ich auch damals in der Grundschule immer gezeichnet. So, was haben wir hier? Laptop. Was lesen wir denn hier Wunderbares? Wer ist dabei? Tauchen im Reservoir morgen. Sean Diaz ohne mich. Hausaufgaben. Lila, so ein Schwachsinn. Ellery, er kommt. Leider Park und zwar ganz ohne. Wie? Da ist ein hoher Zaun. Adam, spring rüber, du Starathlet. Drahtschneider, nur für den Fall. Ein andermal, es gibt keinen Ausweg. Geburtstagskind. Leila, geh ans Telefon. Abspringen ist nicht. Ach, habe ich Geburtstag? Oder? Looking. Hat doch Swag. Wisch nach links. Nein, auf Tinder würden nicht alle Chires auf rechts, nach rechts wischen. Hundertprozentig. Leila keeps hooking me up with birthday gifts. She's more excited than I am. Ja, das ist voll cool, wenn du irgendwie ja andere Personen hast, die einfach aufgeregter sind als man selber, ne? So, Seattle Starcade, Geschenkgutschein, unbegrenzt zu spielen, eine Stunde. Jawohl, ein Gutschein pro Spieler. Alter, rein in die Masse. Was haben wir hier, ein Anschreiben? So much bullshit. So viel Schwachsinn. But I got phone and party bills now. Okay. Sehr geehrter Manager der Z-Mart Verkaufsabteilung, mein Name ist Sean Diaz und ich bin 16-jähriger Schüler mit einem Notendurchschnitt von 2,5. Mrs. Castillo vom Jugendzukunftsprojekt hat mir ihr Geschäft und ihre Abteilung empfohlen, um mich auf eine Position als Teilzeitassistent zu bewerben. Ich habe im Kundendienst der Werkstatt meines Vaters gearbeitet, seit ich 13 war und habe Erfahrung mit Menschen- und Kassensystemen. Als Läufer ist mir die Bedeutung von Teamarbeit bewusst und da ich ihre Sportabteilung bereits kenne, denke ich, dass sie eine gute Ergänzung für das Verkaufsteam des Z-Marts wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass ich bald von Ihnen höre. Mit freundlichen Grüßen, Sean Diaz. Ah, guck mal, das war der Job, ne, den wir auch nachgelesen hatten. Need to put on the patch I bought last week. Kann ich das machen? Hm, anscheinend nicht. Ich guck nur. Hi. So, okay. Ich glaube, ansonsten haben wir alles, ne? Das Skateboard eventuell noch. Gucken wir uns mal das Skateboard an. Pat thinks I'll stop skating if I get a car when I turn 16. Wrong. Digga, USA ist anders. Mit 16 einfach Auto fahren. Hello? Ah. Was steht da? Ich weiß, dass da eine Interaktion möglich ist. Ach so, ich muss ihn suchen. Oh, ah. Time for this. Where are you? Keine Zeit. Naja, du siehst sehr beschäftigt aus. They're probably gonna bury me in this thing. Okay, andere Sportkleidung. I wish I had more time to play. Unless for summer school. Sommerschule, Bro. Warum hast du eine Sommerschule? So, was haben wir noch so Wunderbares hier? Grillbesteck. Dad got in trouble for his last barbecue. Hope he does it again, so I can come this time. Warum hat er Ärger bekommen? Aus welchen Gründen? Rezept. That is the kind of salad I like. Was sind das für ein Salat? Aber von Salat schrumpft der Bizeps. Alle sagen das, Kappa. But he can't bug me all the time. Übungsbuch. Die guten alten Zeiten. Papas Brief? I would have been pissed if I was there.
asshole. Hey Nachbar, ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich es nicht zu schätzen weiß, dass Sie letzte Woche wegen meinen Freunden und mir die Polizei gerufen haben. Ich weiß, es war spät, aber es war ein Samstag und wir hatten keine große Party, also hätten Sie einfach fragen können, ob wir die Musik leiser drehen. Außerdem haben wir diese Flaschen nicht absichtlich in der Rinne gelassen. Stattdessen haben Sie ein Spektakel veranstaltet und die Polizei gerufen, die uns eine Stunde lang belästigt hat. Die haben sogar geglaubt, ich hätte eines meiner eigenen Autos gestohlen. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht zu Hause waren, um das mit anzusehen. Probieren Sie nächstes Mal zu klopfen, Ihr Nachbar. Ja, Bro, chill doch einfach, what the fuck? Vor allem, Bro, wenn du Kinder hast, warum veranstaltest du so eine Party? Keine Ahnung. Also ich glaube, irgendwann ist halt Schluss mit Party machen und Co. Wie ich persönlich finde. Ist er hier drin? Nee. Could be anywhere. Oh, shit. Vor allem, er versteckt sich und wir durchsuchen erstmal die komplette Butze hier. Sorry, Andrew. I'm the free babysitter now. Andrew? Fragezeichen? Digga, was geht hier draußen eigentlich vor? Daniel is psyched. But I'd rather just go with Lila and the crew. Echt phänomenal, der majestätische Wahl. Sheesh. Alle an Bord für Ahabs Moby-Tagestour. Siegel über die mächtige See. Ach, es ist Siegel, Digga. Segle über die mächtige See mit der Crew der Neptun und triff Wale. Gratis Meeresfrüchtegericht zum Mittag. Angle vom Deck aus. Gratis Bilder von dir, der Crew und den Walen. Tägliches Auslaufen Dienstag bis Sonntag. Besuche unsere Wahlseite für weitere Infos. www.ahabsmobydaytour.ca. Cool. So, was haben wir noch so Wunderbares hier vorne, was man sich reinziehen kann? Okay, ich glaube, wir müssen Daniel jetzt einfach suchen. Hallo! Whoa! Let go! Stop it! Dude, I told you to stay out of my room! Ow! That hurt! Yeah, I'm not fucking around anymore. Got it? Kopf waschen? Hau die selbst! Are you listening now? Thou shall not enter thy brother's room. Bro, wie er eskaliert. Fuck. Nice job. You started it, butthole. What is this crap? Are you fighting again? You proud of yourself? Stop it. Enough. Getting tired of this. Sean, what happened? Now. Er hört nie, wir albern nur rum. He started it. Oh. He always gets mad. He's totally lying. You little... Enough. You both better listen, because I'm tired of this crap, okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no games. I didn't do anything! Uh-huh. Let's talk. Ugh. Now. This is so stupid! Bullshit! Okay. You really taught that book a lesson. You done? Hm? Whatever. Like, you're gonna believe me. Daniel's always right. Look. Please? Listen, Sean. I can't do this on my own. I can't. I need you to help me. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up, you need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. That little shit is just a kid. You're almost an adult. Ich weiß. I know that. And I do look out for him, I swear. But he's a little... Brat. So were you. And you had 8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? Ich verstehe dich, ja. Okay, I hear you. I'll try to be super bro. Just try to be there for him, like you are now. Ese es mi hijo. I'm late for work.
Go talk to your brother and work this drama out. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. I know you love to hear this. But I'm proud of you. Both of you. Okay. Get back to work. Der ist so ein Ehrendad, holy shit. Umso beschissener zu wissen, dass er nicht mehr da ist. Aber umso cooler, dass wir diese Rückblende nochmal gemeinsam hier erleben. Nicht noch mehr kaputt. Okay, na ja, gut, wir haben uns ja alles hier reingezogen, ne? Von daher wird es Zeit, mit ihm zu reden. Wow. Klopf, klopf. Can I come in? It's the big bad brother. No. Stay out. I said no. Get out. Alter, geiles Whatever. Zimmer. I'm not listening. La 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 la. I don't hear anything. Dude. La la la. So, wir gucken uns erstmal dein Zimmer an, bevor ich irgendwas hier tue. So lucky Noah lives downtown. Else they'd drive me crazy 24/7. Das ist ein Kollege, was? Boah, Laser, ist das Lasertag, ne? Ich will auch mal wieder Lasertag spielen, ist schon ein paar Jahre her. Es ist eigentlich mies gebockt. Man, my brother's a little player. Lila loves it. Lila, vielen Dank für die Packung Süßigkeiten, ich liebe die. Du bist nett, XXX Daniel. Ja, Kinder können schon süß sein, ne? Dad confiscated the playbox after that. Oh shit. Daniel was a total rageball. Oh, please see teacher with parent, okay? So, ach, bitte Elterngespräch mit Lehrer vereinbaren, Multiplikationstabelle. Oh, 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 oh. Ja, Bro, ne, Mathe, ich weiß, zackt so ein bisschen, aber musst du durch, kriegst schon irgendwie hin. Ein Kinderbuch? Isn't Daniel too old for bedtime stories? Flying Kids from... From what? Achso, aus Poughkeepsie, okay. Ist das, das muss ja eine Stadt sein, oder? Was zum heiligen Bimbanius? Bauklötze? Who'd have thought playing Minecraft would get him back to his blocks? Ja, du, ne? Gift from Lila. Daniel never got so close to proposing to her. Geil. And don't touch my stuff. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Karen Diaz, unsere Mom. Schildkröten-Sportclub. 2.8. Er hat's immer noch behalten. Okay, überzeugen? This thing is so cheap and ugly. I love it. Hat Swag, ne? Das hat Stil. Was ist das Ding? Got this for a girl in the 8th grade. But I chickened out. Oh, gekniffen, hast du hier nicht übergeben? I used to play with these at Ellery's. Man, I feel old. Zeichnung. Did this for Daniel's birthday. He was so happy with it. Das glaube ich. Okay, wir überzeugen ihn mit diesem Alien-Spielzeug. Oh, you kept this guy. We got him from that creepy circus, remember? You wanted him so bad. Got him for you shooting at that freaking target. Yeah, right. Dad aimed the gun. So what? You still won. Because of me. Leave me alone. Okay, wie überzeugen wir ihn am besten? So, wir nehmen jetzt das Ding hier. Oh, I forgot about Bobby the Yeti. I brought it back from that field trip to Vancouver. I mean, who does that? Other than a super cool big brother. Ah, he's right, Daniel. You should totally forgive him. Dieser Moment, wenn man probiert, ihn irgendwie aufzuheitern. I'm not saying it. Bobby does. Why are you still here? Er ist immer noch angepisst. Naja, das Raumschiff. Naja, Freunde. Just leave me alone. Ich würde sagen, wir probieren es im nächsten Part weiter, ihn zu überzeugen.
Das machen wir. Von daher, Freunde, vergesst den Daumen nach oben nicht. Abonniert den Umlautmann. Danke an die Elite-Umlaut-General-Member Basti the Dark Empire. Cyrix Games, Maria, Klein Dampier, Florian und Svensemann und natürlich an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Vielen Dank für euren fetten Support und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir haben Action, Life is Strange 2. Bye, bye.